Ich freue mich, dass du eine Schuld hast mit dem Programm von Waut's Dit. Mein Name ist Sieglinde Töws. Jedes Jahr versiegt eine Gruppe Personen, eine Gruppe Menschen, die weitgeleert sind, die Welt wiederzubringen, die Menschheit mit neuen Utfunk zu helfen. Das neue Utfunk kann verschiedene Dinge sein. Ein kann sein, dass sie die Stirn besinnen haben, bekickt haben und nicht utgefangen haben, wo die Welt gemacht ist. Ein anderer kann sein, dass sie eine Medizin weit studiert haben und nie Medizin utgefangen haben, zum Beispiel für Krebs. Ein anderer kann sein, dass sie utgefangen haben, wo einer kann verschiedene Planten anders planten und besorgen, damit es mehr Ete gibt für all die Menschen, die auf der Welt leben. So jedes Jahr gibt es im Utfingen Neuigkeiten. Und das Mal wollen wir ein bisschen darüber lernen. Verschiedene Dinge sind in 2014 utgefangen worden. Eine Naturwissenschaft schafft einer daran, ein Fisch so zu verändern, dass dort wird weniger Eten brücken, aber trotzdem hast ja Wasser. Die Menschen, die mit dem Weiten von der Natur schaffen oder utfingen, haben das all geprüft mit Planten. Dass sie die Planten so anders machen am Abwasser, dass sie weniger über ihr Brücken, aber böser wasen, damit es böser Eten gibt. Seine Planten aus dort nennt einer genetically modified in Englisch. Und was dort meint, ist, dass sie die Zellen, dort Grund, was eine Plant macht, mit verändern, damit sie die Planten dann so machen, als ernt dort brückbar erscheint. Zum Beispiel dort eine Soja-Plant, dann eben Meier-Soybean rüdbringt, Meier-Soja-Schaubeln rüdbringt aus einer anderen Plant, wo der Prozess nicht durchgegangen ist. Meier-Soja rüdbringen meint auch Meier-Eten produzieren und deswegen dönen diese Menschen dort. Das wird sie aus dem Grund rüdgeben. Nun haben sie das Kleid auch in Fisch geprüft, damit es ein Fisch gibt, wird Schwinder wossen det, aber wenn ihr Eten brückt. Sie haben dann Zellen von zwei verschiedenen Fischs genommen und die Taub aus einem Fisch gemacht. Das ist anders, als wenn einer mit zwei Fischs Trizien in
eine Schlitzung morgen von zwei verschiedenen Sorten Fisch, sondern das meint, dass sie die Zellen rausnehmen aus dem Fisch in den neuen Fisch zu dort ungefähr bühen. Viele Menschen sind dagegen, dort Produkte, Fisch oder Planten sistet anders gemacht worden, wenn es dort bringt, mit sich dort einer chemische oder verschiedene an sich nennen bringt, beim Nenneten, wird uns Körper auf der Länge auch anders macht in Schaden machen dort. So sind sich viele nicht einig in einem Port, weil sie dort mehr Eten auf der Welt bringt, wenn es dort mehr Menschen jäft und dort viel Hunger jäft auf der Welt und das Hungerproblem soll geleist worden, zum einen eng, als so eine Sort so ein Ding nicht gesund auf der Länge für uns Körper. Wenn wir all von Eten reden, in Japan wird ein altes Gebiet oder ein großes Gebiet von 25.000 Quadratschau umgewandelt von einer Fabrik, nur die geratzte Farm wird in ein Gebiet wie. Diese Farm produziert Gemüse und wächst Gemüse an mit ganz speziellem Licht. Mit LED-Licht, aber auch andere Lichter, wird besondere Hat und Wahlen eine Luft nennbringen, wird das Gemüse schwimmwassen loten dort. All bei der ersten Weg waren 25.000 Zelotchap aus dieser Farm rückgeholt, wird all Redviren zum Verkaufen. Das sind nicht Planten, die in ein Sonnenhaus wohnen oder in ein Plastikhaus, in das dort, dort wo es geholfen wird, sondern dort wird ganz chemisch mit Lichter reingemacht und dort das Gemüse ist dort, das reinste dort schwimmen soll. Hier geht es weiter darum, dass die Menschheit schwimmen Eten kommt, wenn viele von den Leuten von der Welt sind darum bedürft. Dort das Eten wird angewaschen wird und geahnt wird, nicht mehr Torikin wird. Für die große Menge Menschen wird es auf der Welt geäfft. Die Doktors versichern auch immer wieder jedes Jahr, ein Medikament, eine Medizin zu finden, wird den Kräft im Körper dort morgen soll. Nun versuchten sie unter 2014 eine große Spritze voll Medizin, die gegen Masern ist. Masern ist eine Kinderkrankheit, Measles. Oder Masern, auch in Jüdisch gesagt, in dieser Medizin eine Spritz wie sehr stark abgestalzt und wird in eine Frühling gespritzt, wird voll Kräft weh. Nun hat diese Medizin so gewirkt, dass die Kräft dort weh in dieser Früh. Und keine Kräftzellen wären ewig geblieben. Diese Früh hat Brustkräft gehabt. Aber das ist ein Ding, das noch nicht in den Krankenhäusern angebracht wird. Wenn man einer sich nicht ganz sicher ist, dass das wirklich wirken wird, dann wird das auch noch nicht verbreitet, oder wenn das nun Schrift heilen wird. Verschiedene Schrifts haben verschiedene Zellen, so muss einer auch verschiedene Utfängen, um den verschiedenen Schrift zu bekämpfen. So, das meint nun nicht, dass alle Krankenhäuser nun von Masern spritzen, jeden für die ganzen Wort Schrift haben. Viele von diesen Dingen sind am Anfang vom Utfingen und müssen wieder entwickelt, bald dort erst eine Geschäfte oder eine Krankenhäuser wieder gemacht wird. Und ohne sie haft einmal ihre Mühe gehört, dass dort jeft verschiedene Dinge, wo einer kann Kräft bekämpfen. Die Menschen, die mit Naturwissenschaft schaffen, wo Energie ist, haben angefangen, dort dort Zellen oder eine Art Wies, wo einer kann Solarenergie abbauen. Nun ist Solarenergie nicht wo nicht. Sie haben bestimmt all große Gräbe und schwarze Plote gesehen, wo die Solarlicht abnehmen dort, dort in Energie oder Strom umwandeln dort, und dort in eine Pila oder in eine Batterie nimmt und dort einer sich dort strömhaft von Sonnenenergie. Aber der Trubel mit Solarenergie wie Fucken, dort wenn die Sonne nicht schienen deut, dann geht es eben auch für ein Stützchen nicht Strom. Nun haben Menschen gefangen, dort dort jeft verschiedene Zellen oder chemische Dinge in der Natur, wo diese Energie, wenn sie dort töpfstahlen, kann abbewahren und sie dort kann wieder verbrückt werden. So kann einer Solarenergie abbewahren und dann nur her weiter brücken.
dort ist nicht ne Pila, sondern von verschiedenen chemischen Dingen topgestellt, um diese Energie abbewahren. Menschen, die die Natur studieren und die neue Dinge ausfinden, sind darum bedürft, dass dort ihr Eil, was irgendwann zu eng sind. Ihre Frage ist dann, womit sollen all die Jets, Flugzeuge, all die Kofferwagen, Autos, all die Züge, all die Traktors und all dort, was ihr Eil braucht, als Antrieb aus dem Motor, womit wollen die dann fahren? Deswegen suchen die Menschen immer wieder neue Dinge zum Energie machen. So haftet auch ein fertiges Jäft, das auf Strom rennt, und das Jäft all einzige von dir, was von deutschen Tag zu schäpen sind, und was einer brücken kann, wo einer das fertig am Strom anschlägt und dort dann auf Strom rennt. Diese Brücke ihr dann auch nicht tanken vor, damit ihr mit Tür rennen kann. So Menschen gehen davon aus, dass ihr Öl irgendwann zu eng sein wird. Deswegen suchen sie eine neue Energiequellen, eine neue Energie, die diese Methode antreiben kann. Solarenergie ist ein von dir. Strom, so sich erst auch sieht, ist auch ein von dir. Und dann gibt es Energie, die von Nuklearenergie kommt, die davon geht, dass die verschiedenen Atome, verschiedene chemische Dinge, die in der Natur sind, topstellen. Die Topstellung gibt eine Energie auf und da muss einer dann abpassen, dass es nicht zu viel Energie ist und dass es auch noch so eine Energie ist, die ein Antrieb machen kann für eine Motor. Mit Nuklearenergie muss einer sehr vorsichtig angehen, wenn es zu viel davon gibt Schaden, so ist die Atombombe zum Beispiel als Nuklearenergie, wo einer verschiedene Dinge topstellen wird, wo dann eine große Explosion gibt. Deswegen wird mit diesen Dingen ausgeprobt oder experimentiert, aber dort so rüberkommt, dass einer ein Gebrauch davon hat. Du kannst antworten, dass viele von den Nähe, was ausgefangen worden ist, haft damit zu tun, aus Menschen zu essen worden haben, oder aus den Türen, was einer braucht im Leben, einen Antrieb zu kriegen und wieder brummen zu können. Ein anderes Ding, was mit Nähe Utfunk zu tun hat, hat damit zu tun, dass die Wissenschaftler die Stirns untersuchen in seinen, wo die Welt gemacht ist, wo die Stirns gemacht sind und wo Leben in Wirklichkeit braucht. Menschen, die die Natur untersuchen können, seinen, dort irgendwann die Welt wird zu eng gehen, dort ist eine Natur zu sein. Sie fragen sich dann, wo sie können Meier Welten fingen, wo Leben hat, oder was das Leben in Wirklichkeit können wiederbringen. Wie die Bibel weiten und kennen, und an Gott leben weiten, dort heilt die Welt in ihrer Hand. Alles ist an Arm aufhängig. Wir können untersuchen und proben und viele Dinge nie ausfinden, aber in Wirklichkeit ist er der Einzige, wo das Leben hält. Er bloßt uns den Lebensodem an, und hei gauf uns die Erde zum Verwalten und dorab schaufen und sein dort, wie sie dort leben können. Wir können ab am Vertrauen, dort hei wird uns dort geben, wo wir zum Leben brücken. Dankeschön für das Anschalten und das Programm von Waut. Ich freue mich, dass du von dort weiter mit dabei wirst. Dann bald nächste Mal von Sieglinde Tews. Jesus ist die Wahrheit, die Wahrheit und Gott lebe. Jesus ist die Wahrheit.